Willkommen zurück hier bei Let's Play Final Fantasy 7 Dirge of Cerberus. Wie im letzten Part gesagt, werden wir heute weitermachen. Wir werden versuchen, Weiß ausfindig zu machen. Gucken wir mal, wie das so abläuft. Ja, da krabbelt ein Käfer rum. Das ist schön für ihn. Springe ich hier runter. Yay. Aber wie ich auch angefangen habe zu meckern, es nimmt gerade so ein paar abstruse Sachen an. Die mag ich gar nicht. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass jetzt fast jeder zweite Gegner einfach mal ein Schild hat. Als wäre das jetzt etwas, was jetzt jede Gegnerart haben muss. Das finde ich schwachsinnig. Besiege die Gargoyles 2. Ja, wenn ich mal treffen würde, vielleicht. Oh mein Gott. So. Ach so, das ist so ein Ding. Okay. Toll. Das hätte ich jetzt für die Gargoyles benutzen können. Ja, super. Na, wenigstens unterstützt mich das Spiel minimal wieder. Auch wenn das mir ein bisschen spät aufgefallen ist, naja. Und immer tiefer geht's hier, immer tiefer rein. Na, 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 na. Ich wollte die Karte aufrufen, aber Speicherding geht auch. Och ja, ganz toll. Super. Kann ich es nicht sein lassen? Einfach die volle Kanne in Ruhe lassen oder sowas? Wie soll ich den denn dann ausschalten? Jetzt mal ehrlich. Bricht der Schild irgendwann oder wie soll das gehen? Ich habe keine Ahnung. Also der Punkt, wo ich dann sage, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Dämlicher Roboter. Hallo? Ich habe Besseres zu tun, als mich mit dem ich einen kleinen Killerroboter nutze. Was soll da oben drauf sein? Ernsthaft. Kleines blödes Mistvieh. Au. Oh mein Gott. Gut, ich stelle mich jetzt gerade aus der... Hallo? Ich stelle mich auch gerade blöde an, was das dann geht, aber trotzdem. Ernsthaft, wo kommen diese kleinen blöden Mistviecher her? Au. Definitiv keinen Bock mehr auf so einen Käse! Ja. Ganz kleinen blöden Killerroboter da. Ich meine, irgendwann... Irgendwann reicht's, Mann. Die sind überall. Wenn ich wüsste, dass sie 5000 Erfahrungspunkte oder sowas geben, dann würde ich sie sogar bekämpfen oder so, nö. Wow, besiege die Gargoyles 3.
Jetzt werden wir einfallsreich hier. Und du lebst noch. Na, fast, glaube ich. Besiege die Gargoyles 28.537. Nee, 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 nee. Jetzt noch eine High Potion. Ja, ganz toll. Wieder gut ausgerüstet. Weiter geht's. Was diesmal? Ja, okay. Ja, okay. Die bringen also einen MG-Sitz da rein. Super. Keine Ahnung. Sieht aus wie so ein... Ich habe einen Schutzschildtyp aus, also verprügel ich genau so. Ich habe Schöneres zu tun, als mich mit so einem rumzuärgern wieder. So. Effekt. Ja, okay. Oh, ja, sicher dann. Super, ganz toll. Ach, willst du mich verarschen? Was soll denn da? Ist in Ordnung. Kann nicht sterben, wenn ich ihn selber, wenn ich ihn vorher attackiere, aber sobald er da drin ist, kann er mich vernichten. Also die Logik, ne? Große Klasse, die Logik. Wirklich große Klasse. Ich weiß schon, worauf es hinausläuft. Das lief eigentlich hinaus auf... Okay, wenn du zu langsam bist, diesen Typen ganz am Anfang platt zu machen, dann wirst du nochmal eingesperrt mit diesem... Naja, schusswutigen Idioten und dann kannst du zusehen, wie du zurechtfindest, aber ernsthaft? Das war jetzt wirklich wieder so... Au. Ja, ganz toll. Natürlich solche Typen. Natürlich, natürlich. So, ihr habt jetzt zu sterben. Dürft sterben und ihr habt zu sterben. Punkt, aus, Ende. Nee. Bin ich nicht. Na, zerlöchert ihr mal den Boden weiter, ist mir egal. Zerlöchert ihr alles, was ihr findet, das ist mir so richtig egal. Weil ich ziemlich miese Laune dank euch Leuten habe hier, also ehrlich. Ugh. Aha. Au. Au. Oh, ernsthaft? Super. Ganz toll. Wirklich, grandios. Jetzt werfen sie die mir einfach nur noch um die Ohren, um mich wirklich zu nerven. Kann das sein? Sie sagen sich jetzt wirklich, ich hab... Oder die haben jetzt wirklich... Einfach nur Spaß dran, mir die Typen an den Kopf zu werfen, weil die Typen ja ach so toll sind. Also, nö, nö, nö. Meine, was soll der Scheiß? Und stehe ich da wie auf dem Präsentierteller, weil ich den nicht angreifen darf. Und ich komme da oben nicht drauf. Was soll der Käse? Ehrlich, nee, finde ich gerade richtig scheiße. Nö. Das hier finde ich richtig scheiße. Ich muss drauf warten, dass die Typen sich mal erbarmen
runterzufallen, damit ich sie dann verprügeln darf. Während ich auf dieser Plattform bin, werde ich natürlich die ganze Zeit attackiert. Nö, also, nö, finde ich scheiße. Finde ich richtig kacke gemacht. Ey, du kannst mich mal, ganz ehrlich. Wirklich, nö, ja, geh nach unten, bleib da unten, stirb und gut ist. Ach, ich darf auf die Röhren, auf einmal. Habe ich mich genug beschwert, schön. Schön. Grandios. Giebericht, yeah. Auf einmal darf ich, weil... F-U-Spiel, F-U. Wieder total optional und total zum Kotzen. Ich kann es nicht anders beschreiben. Das ist sowas, finde ich, richtig beschissen gemacht.